herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Heute haben wir uns was richtig Cooles überlegt, weil wir sind heute 24 Stunden lang Eltern. Heißt, wir haben uns ein Baby für 24 Stunden besorgt. Also kein echtes Baby. Wir wollen ja das Elternsein von einem echten Baby den echten Eltern überlassen. Ja. Aber wir haben sowas Ähnliches besorgt. Dürfen wir vorstellen. Für Babys. Unsere, also nicht wundern, warum es offen ist, aber unsere Babyborn. Also nicht wundern, warum es offen ist. Ich muss da reingucken, dass es auch passt, weil sonst können wir das Video nicht drehen. Zeigen wir mal das gute Stück. Oh, oh nein, bist du süß. Hallo. Kommen wir mal zum AKA Unboxing. Was heißt Unboxing? Wir müssen ja gucken, was wir hier drin haben. Was für lange Wimpern. Also fangen wir mal an. Was ist das? Also ist alles mit dabei. Das ist ein Becher. Nein, das ist der Top. Da macht das Baby Pipi. Ich dachte, so wie so eine Müsli-Schüssel für kleine Kinder, so, weil nicht so viel. Okay, hier der Top. Kannst du auf die Seite legen. Wir müssen ja gucken, was wir alles haben. Windeln. Die darfst du wechseln. Yeah. Bevor wir das Video starten, brauchen wir einen Namen für unseren süßen Babyboy. Ist ein Junge, ne? Mhm. Horst. Horst. Felix. Felix. Willi. Willi, das wird ja immer schlimmer. Wir nennen ihn einfach Moritz. Dürfen wir vorstellen, das ist Moritz, unser Baby. Um das Ganze hier auf Kamera festzuhalten, wir haben den 16. Januar, 14.37 Uhr und wir werden das Video jetzt starten und 24 Stunden lang Eltern sein. Morgen um 14.37 Uhr endet das Video. Oh je. Ob ich es bereuen werde? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt schon. Soll ich jetzt den ganzen Tag auf den Moritz hier aufpassen? Ja, natürlich. Bereite ich doch schon mal drauf vor. Und wenn ich wohin gehe, muss ich Moritz mitnehmen, oder? Ja. Wie? Dann bleibe ich heute hier. Nein, wir müssen halt einkaufen. Ich nehme da Moritz nicht mit. Bist du bescheuert oder was? Ich stecke unter die Jacke, okay? Oh ja, damit der erstickt. Ja, aber das soll ja keiner sehen. Wenn der heult, dann mache ich so. Yippie! Ja, so. Achso, wir müssen ja schon menschlich behalten. Warte. Hand an der Poppes, Füße runter, Kalle. Ja, Moritz heißt er. Er hat die Augen zugemacht. Ich habe den goldenen Arm. Schaut mal. Moritz, seht ihr das? So, jetzt würde ich mal sagen, die ersten Herausforderungen sind schon am Arbeiten. Was machst du denn da? Wie geht's, Moritz? Ich mache was zu essen. Moritz geht's gut, der hilft mir. Wie soll der dir helfen? Das ist ein Baby. Was macht der, die Nudeln rumrühren oder was? Nein, also mentale Unterstützung, weil du ja nicht bei mir bist. Alles gut, Moritz? Sollen wir mal so einen Schnuller geben? Ja. Wann brauchen Babys denn Schnuller? Dann wenn sie schreien, wenn sie schlafen. Brauchen Babys immer Schnuller oder was? Ich glaube, die brauchen immer einen Schnuller. Ich habe hier so einen Teil. Moritz hat den Schnuller drin. Er schläft. Er hat die Augen zu. Da funktioniert er einfacher als gedacht. Einfach Schnuller rein und dann schläft das Baby. Moritz ist ein ruhiger, aber der braucht viel Aufmerksamkeit. Wie du, kommt ganz nach dir, ne? So, was machen wir hier? Nudeln. Darf man überhaupt mit dem Kind am Herd stehen? Hier, dann kann Moritz hier auf Toilette gehen. Wo ist Moritz? Ich hab kurz abgelegt. Wie, wo hast du ihn abgelegt? Das ist doch nicht dein Ernst. Du kannst da nicht einfach... Erstens, guck mal, wie es hier aussieht, die Elektrogeräte. Du kannst doch Moritz nicht einfach auf den Tisch legen. Aber er schläft noch. Ja, vor allem so, wenn er runterfällt. Der kann nicht einfach so liegen. Ich mach ihm erstmal dieses Armkettchen dahin. Will man mal auch Armkettchen haben? Ja, ganz süß. Guck mal, Moritz sein Armkettchen. Und jetzt mach mal bei mir ran. So, Mama hat Armkettchen und bei Moritz müssen wir auch noch festziehen. Sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Du machst jetzt Moritz sein Essen, okay? Wie sein Essen? Moritz kann sich selber versorgen. Schatz, du bist der Papa. Na, wie soll das gehen? Ist er jetzt aus der Flasche oder ist er aus dem Teller? Du musst ihn füttern mit einem Löffel. Ach so, mit dem hier. Ja, haben die nicht nur Flüssignahrung oder? Nein. Ach so. Babybrei. Anstrengend. Du nimmst kurz Moritz. Ich muss das unser Essen machen. Solange passt du. Wie nimmst du? Wie soll ich ihn denn nehmen? So. Ach, hier den Arm drunter haben. Jetzt ja, wie soll ich denn mit dem Löffel? Und den Kopf halten. Und das Nudelwasser. Ja, und jetzt? Ich steck den Löffel einfach hier rein. Moritz, halt doch einfach mal hier. So. Jetzt kann er den Löffel auch noch selber den halten. Kopf. Ich hab Angst. Ja, was soll ich denn hier machen? Ach, den Kopf muss ich halten. Ja. So. Komm, Moritz. Das ist irgendwie komisch hier. Ist schon leer, oder wie? Muss ich jetzt auch noch lesen. Schatz. Hm? Wo ist Moritz? Den habe ich da drüben hingesetzt. Wo hingesetzt? Aufs Sofa. Der haut nicht ab. Das ist ein Baby. Ich habe ihn hingesetzt. Moritz! Du kannst ihn doch nicht einfach an die Sofakante lassen. Was soll denn passieren? Das ist nicht dein Ernst. Du hast ihn hingesetzt, wenn er in einem Fußballstadion sitzen würde. Der freut sich auf sein Essen. Guck, yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay. Nein. Oh, das wird schon ein paar. Du fütterst aber. Nein, du fütterst. Papa, Papa Zeit. Du musst ihn auf deinen Schoß haben. Nicht so. Der kann doch die Ding nehmen und essen, oder? Schatz, du musst ihn füttern. So, und so fütterst du ihn jetzt, ja. So soll ich ihn jetzt füttern? Ja. Erstmal, Alter. Der war voll fest drin.
Und wie fühlt sich's an? Beschissen. Oh scheiße, hol mal Zeba. Moritz ist versabbert. Schnell. Oh. Der ist komplett versabbert hier jetzt. Lern einfach essen, Moritz. Hier, zack, Runde damit. Sehr schön machst du das. Ich glaube, Moritz hat genug, der will nicht mehr. Doch. Schatz! Was denn? Das ist kein Auto. Ja. Schatz, was ist passiert? Ja, guck mal. Wir haben vergessen, eine Windel anzuziehen. Wie, warum brauche ich eine Windel, ey? Ja, es hat das doch... Das ist so eine Puppe. Schatz, doch nicht mit dem Zeba. Was dann das sonst? Das tut doch weh. Ich musste mir auch schon mal den Arsch abputzen, wenn es kein Ding mehr hat. Das ist ein Baby, das tut weh, das ist rau. Du gehst jetzt baden mit Moritz. Mein Moritz. Oh. Der kackt immer weiter, Schatz. Ich pump ab. Nein, Schatz, da gibt's nichts zum Abpumpen. So, mein Kollege. Fertig geschissen? Moritz, du musst die Mütze abziehen. Oh, jo. Müssen wir erstmal langsam hier an das Wasser, an die Temperaturen gewöhnen. Guck. Achtung, Moritz. So. Bleib kurz sitzen. Schatz! Was das denn? Ist der Kopf. Der bleibt doch jetzt, Moritz. Nein, nicht einfach da anlehnen. Wo dann? Du musst ihn doch halten, die ganze Zeit. Du musst die ganze Zeit halten. Ja. Mit bisschen mehr Liebe vielleicht. Kann der auch so baden wie wir? Nein. Current situation. Warum kommt da Wasser aus den Füßen raus? Ich glaube, da stimmt was nicht, Schatz. Da kommt Wasser aus den Füßen raus. Man sieht es gar nicht. Er pinkelt aus den Füßen. Warte, oben. Boom. Schatz! Ja, Moritz. Ja, voll. Ja. Wir haben bisher gut durchgehalten. Er hat gerade vorher geschlafen, ne? Ja, in dem Handtuch. Jetzt ziehst du ihn an, oder wie? Ja, die Frage ist, wie macht man das? Wie macht man das? Soll ich das machen? Nein. Du kriegst es schon hin, weil ich kann es nicht. Leg ihn mal schlafen, dann ist er ruhig. Ja, ich glaube nicht, dass es so einfach geht. Also ich muss an der Stelle sagen, Respekt an alle Mütter und Väter da draußen. Es ist ja krass anstrengend. Vor allem, der schreit ja nicht mal. Eben. Jetzt würde der noch schreien. Bist du so Verantwortung 24-7 hast für so ein kleines Wesen, was anstrengend. Vor allem, man kann sich einfach nur hinsetzen. Und es redet ja nicht am Anfang. Also es schreit ja, wenn dann nur. Ja, das ist sein Reden. Ja, aber ich finde, wir schlagen uns ganz gut. Ja, er hält uns ganz gut auf Trab, würde ich mal sagen. Du hast ihn schon gefühlt 20 Mal fast umgebracht. Ich habe halt vergessen, dass man ihn in der Badewanne nicht alleine sitzen lässt. Und dass man nicht aus der Tür rausläuft und den Kopf anschlägt. Das war auch blöd. Also wir haben jetzt schon abends mittlerweile. Moritz bekommt gleich sein Fläschchen. Und dann hoffen wir mal, dass die Nacht gut wird. Also wir haben das wirklich ernst genommen. Wir haben wirklich, er darf nicht alleine sein. Wir haben wirklich die ganze Zeit. Sie, ne, wenn sie was am Laptop gemacht hat, saß er die ganze Zeit auf dem Schoß. Mhm. Wenn ich was gemacht habe, war er die ganze Zeit dabei. Er war wirklich keine Sekunde alleine. Ich glaube, es macht halt noch mehr Spaß, wenn der kleine Kerl hier leben würde. Dann würde sie ihn nicht köpfen. Dann würde ich ihn nicht köpfen. Dann würde ich, glaube ich, noch mehr aufpassen. Aber da er nicht echt ist. Wir sehen uns später beim Fläschchen geben. Jetzt tun wir noch kurz einmal hier Family Time zu dritt genießen mit Moritz, Dene und Marc. Also was machen wir jetzt? Pampers wechseln. Was jetzt vorne, was jetzt hinten? Ja, guck mal, das sind zwei verschiedene. Das ist ein Herz und das ist nicht ein Herz. Ja, ich glaube, die große Seite ist für hinten, Schatz. Das ist beides groß. Was erzählst du für einen Scheiß? Was ist das für... Das ist doch blöd gemacht. Das ist echt blöd. Also an die Schatz, Hersteller... Schatz, ich sehe es doch von hier. Diese Dinger zum Abziehen, das muss doch hinter den Rücken. Ja, das könnte sein, deswegen den Po backen. Nein, andersrum. Also das muss an Arsch. Ja. Das klebt man nach hinten und nicht nach vorne. Glaub mir, das ist hinten wegen den Popobacken. Das sind die Formen für die Popobacken. Ja, komm, fein. Du machst aber in Wirklichkeit machst du den Arsch dann hoch, ne? Den legst du nicht drauf. Wie? Ja, in Wirklichkeit beim Baby machst du den Arsch hoch. Also ich mach einfach nur den... So und jetzt hochziehen. Und dann drunter. So machst du dann. So, mein Kollege. Jetzt rutscht es hier runter. Das ist ja voll doof für Kinder. Das geht ja bis zum Oberkörper. Seit wann hat man eine Windel bis zum Rücken? Guck, das klebt man nach hinten. Zum Glück schreit Moritz nicht. Moritz ist ein ruhiger. Ich hab's vergessen, aber ich habe leider zuerst was essen müssen. Deswegen kriegst du jetzt dein Fläschchen. Aber reicht Wasser, gell? Nicht Milch. Ja, Muttermilch oder was? Normale Milch. Nein. Also wenn du mir jetzt gesagt hättest, mach Milch, dann würde ich den hier machen. Dann würde ich hier Haferdrink, Bio gut, hier reinmachen und ihm geben. Bio. Denkst du, aus meiner Brust kommt Hafermilch oder was? Dann gibt's halt mal keine Bubu-Milch, dann muss er halt mit einer Hafermilch mal klarkommen. Er trinkt ganz schön viel, ne? Wie viel kann er denn auf einmal? Ich weiß nicht, bestimmt mehr. Hat er kaum was getrunken? Zeig mal, wie viel hat er da draußen? Da ist doch gar nichts draußen. Das reicht jetzt. Weißt du, dass Moritz auch weint? Oh nein! Er weint. Oh, jetzt kommt aber Wasser hier. Er weint aber noch. Oh nein, Maus!
Also Freunde, an der Stelle müssen wir mal kurz einen Einwand loswerden. Und zwar haben wir in diesem Video gemerkt, wie anstrengend und zeitaufwendig das Elterndasein ist. Und wie stressig das auch ist. Und das ist auch so ein Ziel von uns dieses Jahr, das Lernen entspannter mit Stresssituationen umzugehen, sich generell sich nicht so leicht stressen zu lassen. Und falls ihr auch dieses Jahr Ziele habt und ihr die erreichen möchtet, dann können wir euch gerne eine Herzensempfehlung aussprechen, weil wir haben uns die App Blinkist runtergeladen. Und zwar bietet die App 5000 Sachbücher an, rund um alle möglichen Themen, Ernährung, Motivation, Psychologie oder was auch immer. Die App ist in Form eines Podcasts, heißt, ihr könnt euch das Buch dann quasi anhören. In 15 Minuten werden alle wichtigsten Punkte zusammenfassend dargestellt und dir erklärt. Es gibt auch noch eine richtig krasse Funktion, und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel den Blinkist Premium Account habe, kann ich ihn, meine gespeicherten Bücher, teilen. Er kann dann quasi, auch wenn er keinen Premium Account hat, kostenlos sich die Bücher alle anhören. So, ich zeige euch das hier mal, und zwar habe ich hier meine App. Dann gehen wir hier auf Spaces, dann sehen wir hier mein Programm, und zwar Stressbewältigung, zum Beispiel das Stressweckbuch. Teilen wir das mal mit Mark. Und zwar gehe ich hier auf Einladen, kann das hier annehmen und dann quasi an diesem Programm teilnehmen. Und wenn ihr auch so schlau werden wollt wie wir oder neue Ziele haben wollt, euch weiterbilden wollt, dann erhaltet ihr 25% Rabatt auf Premium Blinkist, 2 Mitgliedschaften ohne Do zum Preis von ohne. Und um euch die Hürde zu nehmen, klickt hier auf den Link für eine 7 Tage gratis Mitgliedschaft. So viel erstmal dazu. Dann würde ich sagen, machen wir mal schnell mit dem Video weiter, weil Moritz wartet bestimmt. Wo ist Moritz überhaupt? Jetzt musst du schlafen. Gib dir noch gute Nachtkuss. Ja, gut funktioniert, ne? Jetzt kommt Elternzeit. War ein anstrengender Tag. Wenn er jetzt noch geschrien hätte, wäre Katastrophe gewesen. Am besten bleibst du mit ihm. Papa will jetzt von Mama und Moritz Ruhe haben. Ich glaube, du spinnst. Max ist jetzt schon im Wohnzimmer. Und ich prank ihn jetzt. Ich mache jetzt Babygeräusche mit der Box und verstecke die unter den Kissen, beziehungsweise unter der Decke. Ich bin gespannt, ob er es checkt. Was ist das für ein Geschrei, Schatz? Er weint! Du hast gesagt, du hast extra geguckt, dass das Teil nicht weint. Er weint aber! Oh nee, du hast so ein... Ich dachte, das Teil ist extra so eine, die nicht weint. Ja, was soll ich jetzt machen? Schatz, ich weiß es nicht. Das Ding hat nicht meine Batterie, also wie soll das ausgehen wieder? Oh, Alter. Ja, alles gut. Alles gut, ja. Alles, ja. Gerade, es klappert. Guck, 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 guck. Alles gut, Papa ist da, Papa ist da, ja, 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 wir sind gerade an dem Punkt, wir sind fast an dem Punkt, ja, es wird immer schlimmer. Das ist nicht das Teil, Mann. Alter, was ist das, macht es wieder drunter? Okay, wenn wir schon dabei sind, dann müssen wir es jetzt so durchziehen, was mache ich dann? Was mache ich dann? Die Kamera habe ich schon gesehen. Wenn du jetzt so ein scheiß 10-Stunden-Video angemacht hast, er sabbert er in meinem T-Shirt oder was? Ja, das ist nass. Dann soll er bei dir sabbern. Mit Mama hörst du auf. Ja, ja, genau. Sogar ohne Schnuller. Verarschen kannst jemand anderes. Was machst du da? Handy chillen und Moritz schaut mit. Ich dachte, wir wollten aufstehen. Ja, ich war schon wach. Ich habe mich doch angezogen, aber Moritz will nicht aufstehen. Ich habe ihn hingesetzt, er ist rückwärts umgekippt, also will er wieder liegen bleiben. Und jetzt kuschelst du hier mit Moritz im Bett, oder was? Ja, und dann schauen wir nebenher YouTube-Videos, spazieren. Mit Moritz? Ja, braucht frische Luft. Ich gehe jetzt nicht mit Moritz spazieren. Natürlich. Soll ich ihn rumtragen? Ja. Also Leute, wie ihr wisst, kann Moritz nicht richtig kacken. Und ich werde Mark jetzt pranken. Und alles, was wir dafür brauchen, ist ein fast leeres Nutella-Glas. Ja, auf jeden Fall tue ich ein bisschen Nutella in Moritz Pampers und so tun, als wenn er gekackt hätte, und werde dann Mark rufen. Also Leute, ich glaube, Moritz hat in die Windel gemacht. Ich glaube, er hat in die Windel gemacht. Kannst du bitte die Windel wechseln? Jetzt machen wir hier hoch. Glaubst du, das Essen, was wir gestern gegeben haben, kommt da raus oder wie? Ja. Was lachst du? Boah, da ist Kacke. Da ist braun. Ja, Schatz, das musst du sauber machen. Ich kann das nicht. Doch. Nein. Ich mach das nicht. Ja, ich auch nicht. Soll er selber machen? Wie soll er das denn selber machen? Weiß ich nicht. Können wir nicht jemanden anrufen, der das macht? Nein. Boah. Da ist noch nicht mal warm. Ist auf jeden Fall jetzt schon fast sauber. Das machst du super. Ich muss sagen, das Ganze ist nicht ohne, ne? Wir stellen es uns ja auch gerade nur vor. Wir stellen es uns auch nur vor. Also das soll ja nicht heißen, dass alles so witzig ist und so. Das ist auch richtig stressig. Ja. Aber wir machen das bisher ganz cool. Wir nehmen es natürlich mit Spaß. Ja. Aber in echt kann man das nicht so mit Spaß nehmen, glaube ich. Das, nee. Er winkt den Leuten. Winkt er. Hallo. Moritz. Wie geht's? Klatschen wir euch noch, kuscheln euch zwei. Und später gehen wir noch spazieren. Zeig dich mal. Schatz, es reicht doch. Da vorne stehen Spaziergänger.
Lauf jetzt. Macht's dir Spaß? Nee, macht mir nicht, mir ist kalt. Warum ist er überhaupt in so einem komischen Handtuch? Ich habe vergessen, Klamotten zu besorgen, deswegen habe ich es in ein Handtuch reingewickelt. Was schaust du da? Dass keine Menschen mich sehen. Die denken doch auch, ich habe nicht mal Latten am Zaun. Ich laufe ja mit einer Babypuppe rum. Weil die Oma es nicht sieht, sagt die, kann ich mal den Kleinen sehen? Ich sage, ja, hier. Die denkt, wie alt ist er denn? Keine Ahnung, wie alt ist man, wenn man so groß ist? Ein paar Monate. Guck zu Mama. Er sieht ein bisschen verstört aus. Merkt man, dass es mir maximal unangenehm ist. Vor allem da drin sitzen Leute, die sehen das bestimmt. Ein wenig. Willst du es mal halten? Mhm. Das wäre so cool, wenn jetzt jemand kommt. Jo. Macht Spaß? Bei Mama geht's ihm gut. Bei Mama geht's ihm gut, ne? Bei Mama geht's ihm gut. Ich find's nicht schlimm. 10 seconds later. Okay, wir können drehen. Also Freunde, wir haben 14.35 Uhr. Wir haben sage und schreibe 24 Stunden mit Moritz ausgehalten. Oder Moritz hat 24 Stunden mit uns ausgehalten. Challenge ist vorbei. Die Ärmel sind noch dran, die Beine sind noch dran. Ja. Es war schon nicht ohne, weil man hatte Verantwortung. Wir haben echt geguckt, dass wir ihn nicht alleine sitzen lassen. Das klingt jetzt so, als wenn Moritz wirklich leben würde. Ja, wir haben es versucht so zu machen. Natürlich gab es ein paar Probleme, ein paar Beschädigungen, da ich ihn manchmal vielleicht allein in der Badewanne gelassen habe oder beim Rauslaufen ihn an den Türrahmen angeschlagen habe. Also wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Natürlich haben wir uns nur vorgestellt, als wenn es ein Baby wäre. Es ist natürlich kein Vergleich zu einem echten. Natürlich nicht. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es war eine richtig coole Challenge, auch wenn es anstrengend war und auch mal eine langwidrige, würde ich jetzt mal sagen. Ihm hat es Spaß gemacht. Moritz hat es auch Spaß gemacht. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht zu drehen. Und dann schreibt gerne auch mal in die Kommentare, was für Videoformate ihr euch von uns wünscht. Dann können wir die mal ausprobieren oder abchecken. Genau. Und im besten Fall nachmachen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Adieu. Bah, er hat mich wieder voll gepisst.